Hi Freunde, ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute geht es auch wieder nicht ums Kochen, sondern um das Aquarium. Das heißt, dritte Runde Aquarium einrichten. Wo waren wir stehen geblieben? Im letzten Video habe ich euch kurz ein paar Sachen gezeigt, die ich noch zusätzlich bestellt hatte. Und heute will ich dann langsam mal loslegen, damit das Aquarium wirklich fertig zu machen. Ich denke, wir werden heute mal anfangen mit der Reinigung des Aquariums. Und ich habe es mal unten aus dem Ständer rausgenommen. Wie gesagt, hier, das werde ich jetzt mal richtig sauber machen und dann die Rückwand ankleben und dann machen wir den Bodengrund rein. Dann geht es auch schon los. Ich habe hier schon mal ein bisschen Wasser eingefüllt. Ganz wichtig ist immer, gerade bei einem neuen Aquarium, dass ihr das vorher reinigt. Das Ganze mit klarem Wasser, nicht mit Spülmittel oder irgend sowas oder irgendwelchen anderen chemikalischen Reinigern, wie auch immer. Also wie gesagt, klar, chemischen Reinigern, genau, Reinigern. Also wie gesagt, ganz wichtig, klares Wasser, alles schön abspülen, ja, die ganzen Ecken schön reinigen, sauber machen. Und das Ganze macht er dreimal ungefähr, also 2 bis 3 Mal, das sollte dann reichen. Ja, und dann habt ihr das im Grunde soweit sauber und dann kann es weitergehen. Hier könnt ihr mal sehen, mal deutlich sehen, wie nach der ersten Reinigung, wie viel Dreck sich tatsächlich in dem Wasser befand, zumal der Lappen selbst sauber war. Innen ist das Aquarium jetzt soweit sauber. Jetzt kommt die Außenseite dran, weil ich hier jetzt beim Folgenden natürlich die schwarze Folie gleich auftragen möchte. Also die Rückwand. Und hier könnt ihr durchaus dann auch mit Reinigungsmittel rangehen. Wie gesagt, es ist ja außen und somit kriegt ihr dann das Glas auch von außen schön sauber. Jetzt geht es weiter hier mit der Rückwandfolie. Anfangs habe ich ja gesagt, dass die Rückwandfolie in schwarz ist. Wir haben uns mittlerweile aber dann doch für eine weiße bzw. milchige Rückwand entschieden, weil einfach nachher der Hintergrund, also die ganze Beleuchtung, viel schöner aussieht. Man hat zwar bei der schwarzen Folie einen schöneren Kontrast bei den Fischen, wenn man zum Beispiel rote Fische hat, auf schwarzem Hintergrund sieht das natürlich weitaus kontrastreicher aus, aber hier bei der weißen Folie hast du wirklich von vorne bis hinten schönes Licht. Du kannst die Pflanzen gut erkennen, die Fische aus meiner Sicht halt einfach die bessere Wahl. Ja, wie gesagt, hier ist die Folie, dann brauchen wir hier so einen Sprüher mit ein bisschen Spüli drin. Und die legen wir jetzt hinten auf. Die ganze Folie hatte ich anfangs auch schon erwähnt, ist eine Adhesivfolie, also nicht selbst kleben mit eigenem Kleber drauf. Deswegen ist auch hier das Ablösen um einiges leichter nachher. Als erstes habt ihr hier eure Seifenlauge, damit sprüht ihr einfach die Rückwand ein. Darf ruhig ein bisschen feucht sein. Jetzt bei der Folie das Trägerpapier abziehen und dann die Folie selbst noch mal ein wenig auf der adhesiven Seite einsprühen. Jetzt legt ihr am besten mit 4 Händen die Folie einfach auf das Aquarium drauf. Das Schöne ist, jetzt bei der Folie könnt ihr die einfach noch hin und her schieben. Überhaupt kein Problem. Und das ist das Gute, wenn ihr keinen Kleber hinten drauf habt. So, ich mache das dann am besten gleich so. Ich schiebe die dann gleich rechts und unten. Also hier in meinem Fall rechts und unten direkt an die Kante ran. Da brauche ich nicht mehr viel schneiden. So. Und jetzt braucht er einfach nur eine Rake und streicht von der Mitte nach außen die Luftblasen raus und das restliche Wasser. Jetzt einfach nochmal mit einem scharfen Messer, hier in meinem Fall ein Cuttermesser, hier die überschüssige Folie am Rand abschneiden. So sieht das Ergebnis dann letztendlich aus. Ja, kann man deutlich sehen. Das Ganze ist so ein bisschen milchig und wenn man mal guckt, wirklich absolut blasenfrei. Jetzt geht es weiter mit dem Bodengrund. Dazu habe ich hier den Kies oder beziehungsweise kippe ich den Kies in den Eimer und den spüle ich jetzt erstmal ein paar Mal durch, dass der schön sauber ist und dann ins Aquarium rein kann. Ja, Freunde, der Kies ist jetzt soweit ausgewaschen, also der schwarze Kies. Hier, ich zeige es euch. Hier ist er. Wie gesagt, soweit schön ausgewaschen, 2, 3 Mal durchgespült. Und jetzt geht es hier weiter
mit dem Substrat. Ja. Das ist das, was wirklich als allererstes in das Aquarium reinkommt. Hier sind die ganzen Nährstoffe drin. Das habe ich hier mal in so eine Schale gefüllt, etwas feucht gemacht, damit das Ganze ein bisschen zusammenpappt. Und dann kippe ich das hier rein. Das hat nämlich den Grund, dass ich das etwas vom Rand weghalten möchte. Das geht am besten, wenn es feucht ist. So kann ich jetzt hier mit der Kelle reingehen ins Aquarium, schiebe das alles ein bisschen hier beiseite und dann kann der Kies wirklich bis vorne zur Kante hin auf den Boden kommen und man sieht das Substrat nicht. So ungefähr sieht das dann aus. Und ich habe hier letztendlich den Vorteil, dass ich hier unten noch so eine kleine Kante habe, die den Boden verdeckt. Damit ist das hier nicht ganz so dramatisch mit dem Bodengrund, also mit dem Substrat. Insofern habe ich hier das einfach auf 2 cm aufgeschüttet, ein bisschen vom Rand weggehalten und dann ist das gut. Jetzt kommt dann auch schon der Kies dazu. Auch hier schön vorsichtig das Ganze erstmal mit einem Löffel oder einer Kelle oder sowas am Rand verteilen. So, bevor ich jetzt hier weitermache mit dem restlichen Kies, geht es jetzt erstmal an die Geräte. Also das Gerät hier ist mal der Filter. Hier muss ich das Filtermedium, also diese Matte hier vorne kurz rausnehmen, auch nochmal ausspülen. Und dann klebe ich das hier rechts in die Scheibe rein. Und dann geht es auch schon weiter mit der Deko. Die habe ich hier, Holz und so. Das werde ich schon mal ein bisschen positionieren. Und dann zum Schluss werde ich nochmal mit dem Kies ein bisschen die Struktur reinbringen. Und dann können wir schon Wasser reinfüllen. Und hier seht ihr den Filter jetzt mal angebracht. Ja, der ist hier wirklich nur an einer Seite mit einem Saugnapf befestigt. Liegt hinten an der Wand. Schön plan an. Das heißt also hier für Garnelen und sowas überhaupt kein Problem. Die kommen nicht dazwischen. Das geht. Ja. Und zu guter Letzt kommt dann noch die Deko rein. Also hier in dem Fall die Steine, das Holz, die Tonröhrchen. Und dann habe ich hier so ein bisschen noch versucht, eine kleine Landschaft nachzubilden mit ein bisschen Berge und Täler. Und ja, jetzt lasse ich da mal Wasser rein. Und zu guter Letzt kommen dann noch die Pflanzen, die müssen wir auch noch kaufen. Und jetzt könnt ihr sehen, das Wasser ist jetzt soweit drin. Ich habe es jetzt noch nicht voller gefüllt, das soll sich erstmal alles setzen und ein bisschen durchfiltern. Und dann sehen wir weiter. Ich muss mir jetzt mal so ein paar Messstreifen holen für das Wasser. Und in, denke ich mal, 1, 2, 3 Tagen kommen dann die Pflanzen dazu. Und damit bin ich für heute durch, liebe Freunde. Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, das bleibt jetzt erstmal eine Weile so stehen, bis die Pflanzen kommen und dann kommt auf jeden Fall auch das nächste Video. Ich muss da wahrscheinlich zwischendurch noch den Filter wechseln, also sauber machen und dann schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall habe ich mich wieder gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Aquarium-Video Teil 3 ist damit beendet und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video Pflanzen einsetzen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!